Ich fühle mich so erfrischt. Ja, das kannst du gerne so empfinden. Wo ist mein Teleportstein? Da ist mein Teleportstein und wir gehen jetzt direkt zum Flüchtlingslager. Oh, ihr seid voll. Können wir euch was Neues kredenzen hier? Theodoros Arbeitsplatz oder Bestatter Arbeitsplatz? Ich würde sagen, wir fangen mit Theodoro an. Ach so, die gehen dann direkt ineinander über. Ja gut, machen wir das. Dauert ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Und so ein Seelengefäß konnten wir doch dann hier auch hinstellen. Seelenempfänger, genau. Wir müssten neue Planken hochbringen, damit wir den Arbeitsplatz hier bauen können. Okay, wie funktionierst du jetzt? Weiß keiner. Vielleicht vom Dingens aus, von dem Saal selber. Was machst du denn hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Pilzpastetchen. Okay. Deswegen sind die hier auch die ganze Zeit so happy, was Futter angeht, weil die Köchin inzwischen arbeitet. Gut, Theodoro, weißt du, Werther, es ist schon irgendwie ein Wunder. Wir waren arme Flüchtlinge, verängstigt, hilflos, verzweifelt. Und jetzt sind wir stolze Siedler, die mit Tapferkeit und Hoffnung in die Zukunft sehen. Ohne deine Hilfe wäre das unmöglich gewesen, mein teurer Freund. Also, ja, genau. Wäre ja albern, das zu leugnen. Wir haben auch das Potenzial, uns noch zu verbessern. Ich habe mich insgeheim mit dem Anführer des Dorfes Horadrik getroffen. Es wird ihm nichts ausmachen, Handelsbeziehungen mit uns einzugehen. Maki, ich freue mich für dich und deine Leute. Es ist also höchste Zeit, dir den Rest deines Lohnes auszuzahlen. Ein Gold. Geschnitztes Stück Marmor, Goldbarren, Anleitung, Universalbeutel, Universalbeutel und ein goldenes Buch. Und noch ein persönliches Geschenk, dieses Buch. Ein guter Freund hat es geschrieben. Er ist auf der Flucht aus dem Gefängnis umgekommen. Vielen Dank, Maki. Unser Dank gilt dir, mein Freund. Was haben wir da jetzt alles bekommen? Anleitung, Universalbeutel. Herstellen Universalbeutel. Was ist denn Universalbeutel? Kombo-Gebet. Das ist einfach. Ja, gut, das ist einfach das Buch. Das können wir zum Gebet verarbeiten oder und so weiter. Was ist Universalbeutel? Das ist ein Zusatzinventar. Kann man da mehrere von mitnehmen? Kann ich mir das ganze Inventar mit Universalbeuteln voll machen und kann ich Universalbeutel und in Universalbeutel legen? Das müssen wir ausprobieren. Wir brauchen hier oben Planken. Das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt gehen wir einmal ganz entspannt rüber zu unserem Steinbruch. Und bauen da auch ein Seelengefäß. Ich weiß noch nicht, wie man es benutzt. Aber wir werden das schon irgendwie in Erfahrung bringen. So. Seelenempfänger. Wir haben keine Holzplanken mehr. Ja, das ist richtig. Die haben wir tatsächlich nicht dabei. Wir gehen wieder rüber zum. Wir porten eben rüber zum Flüchtlingslager. Der hat uns drei geschnitzte Marmor auf Goldniveau gegeben. Das heißt, ich hätte die gar nicht machen sollen. Machen brauchen. Ja, fünf brauche ich nicht. Eins hätte gereicht. Ich hätte die überhaupt nicht selber bauen müssen. Dafür habe ich mir in der letzten Aufnahme so einen Stalb gemacht. Na toll. Hey, bauen wir den Seelenempfänger. Wie war das jetzt hier mit Eisenerz? Da lag auch ein bisschen was von rum, ne? Ja, ein bisschen was ist da.
Ist noch nicht ganz voll, aber ein bisschen was haben wir. Dann bauen wir einen Seelenempfänger. Da kann man aber nicht dran. Okay, Marmor ist ja eh voll. Wir legen dich mal eben gerade wieder hier in die Steine rein. Da wir gerade auch wieder so ein paar Steine für so ein paar Dinge brauchen, dann machen wir das hier mal eben. Wir bekommen gleich eine Leiche. Und ich weiß nicht so ganz, wie das mit dem Seelenempfänger ist, ob wir dann wirklich remote hier arbeiten können oder so. Keine Ahnung, wir werden es irgendwie herausfinden. Da kommt irgendwie leider nur Silber raus. Ich hatte mal gehofft, dass da auch mal ein bisschen Gold nugget. Ich habe nichts gesagt. Aber da kommt verdammt viel Silber immer raus. Und wir haben inzwischen so viel Eisen. Vielleicht könnte man davon auch mal was verkaufen beim Schmied oder so. Müssen wir mal ausprobieren. Und Silber kann man auch bestimmt beim Finanzier verkaufen, oder? Das klingt so nach Finanzier. Wir haben viel zu wenig Platz für den Kram. Oh Mann, die ganzen Bienen müssen wir woanders verhackstücken, wie es aussieht. Wir könnten aber vielleicht mal wenigstens einen Bienenstock bauen. Das wäre ein Kompromiss. Silber, Gold, Kanne runter. Gold, Stein. Ach, im Universalbeutel haben wir jetzt auch... Ah, den füllt er automatisch. Das finde ich gut, dass wir das nicht manuell machen müssen, sondern dass er das automatisch mitbekommt, dass wir einen Universalbeutel haben. Wo bauen wir den? Am Kirchenarbeitstisch. Mal gucken, was der kostet. Das kann auch mit Sicherheit nur Leder oder sowas sein. Haben wir noch 4 Leichen? 1, 2, 3. Haben wir die hier drin gelassen? Nö. Wo sind die 4.? Haben wir die nicht angezündet? Ist es das? Weil ansonsten sehe ich nur 3, aber die Leichenhalle behauptet... Die Leichenhalle behauptet... Mann, wie viel... Wenn wir das rausnehmen, haben wir kein rotes mehr. Rausnehmen, haben wir kein Rot mehr. Die bringen teilweise... Macht es vielleicht Sinn, sich so eine Leiche selber zusammenzusetzen? 2 plus 2. Die sind, okay, die dunklen, die bringen halt alle richtig viel. Hier so ein Herz mit einfach nur 2 plus 2 weiße. Wenn wir das da jetzt, also ich habe ein bisschen Angst vor Ärztepfusch, aber trotzdem. 7. Und ein Rot. Wir bekommen das Rot weg. Wir haben halt noch ein Potenzial frei, sozusagen. Ne? Also wir könnten noch ein rotes dazu bekommen, theoretisch. Also noch ein rotes würden wir wegbekommen, theoretisch. Wir haben kein Konservierungsmittel mehr. Wir kümmern uns mal eben um Konservierungsmittel. Dafür brauchen wir Slow-Extrakt. Dafür brauchen wir Bienchen. Wenn ich mich nicht irre. Nee. Nicht Bienchen. Bienen waren... das ist jetzt ungünstig, weil wir für das Konservierungsmittel Verlangsamungsextrakt brauchen. Also Bienen bringen uns sowohl Verlangsamungslösung als auch Verlangsamungspuder. Aber was brachte denn Verlangsamungsextrakt? War das... War das Hopfen?
Nee, Hopfen hatte auch keinen Extrakt, oder? Haben wir noch Hopfen da eigentlich? Ich sehe es gerade nicht. Ja, Hopfen haben wir da. Es gibt auch keinen Extrakt. Mist, ich dachte, es wären die Bienen gewesen. Dann latschen wir gleich mal eben bei Kloto vorbei. Ist hier irgendwas Gutes bei? Ja, die sind ja richtig, richtig beschissen. Okay, wir lassen trotzdem mal 6 Bienen hier unten, weil ich meine, dass genau die Verlangsamungsgedöns gebracht haben. Dann hüpfen wir gleich eben zur Hexe. Dann ist das eben so. Dann hauen wir so lange schon mal Dunkle und sowas rein. Ah, da ist kein Platz drin. Da ist zumindest... Naja, da ist auch kein Platz mehr drin. Oh je. Wie sah das jetzt mit unseren Punkten eigentlich aus? Muss man gleich nochmal gucken. Du hast gerade die Dunkle reinbekommen. Du kriegst Lauge. Und bei dir haben wir schon mal die Dunkle rein. So, es wird ja gerade E-Tag. Dann machen wir unser... Wir haben die tatsächlich nicht angezündet, alles klar. Ah, wir haben noch eins da unten. Sehr gut. Dann erstmal hier eine Beichte. Und dann haben wir hier eine Predigt, die wir mal eben durchziehen. Und wie gesagt, dann gehen wir direkt zu Kloto und holen uns Verlangsamungsextrakt, weil ich wirklich nicht weiß, wo es drin war. Müssen wir vielleicht nochmal alle unsere Dinge zusammensammeln, die wir bisher extrahiert haben, denn ich meine, es war irgendwo drin. Ich war mir fast sicher, dass es die Biene ist, aber offensichtlich... ist sie es halt leider doch nicht. Boah, wir sind inzwischen bei 53 im Schnitt. 52, 53. 16 neuer Glaube. Damit können wir schon wieder einen erwecken. Das ist gut. Das würde ich auch direkt tun. Liebe! Jo, dankeschön. Wir haben ja glücklicherweise inzwischen so ein bisschen Geld. 2,6 Gold. Da können wir uns das auch mal leisten, zwischendurch einfach shoppen zu gehen. Nachdem wir jetzt Aristokrat sind, weiß ich sowieso nicht, was wir sonst noch kaufen müssen. Handeln. Verlangsamungsextrakt. Hat leider nur 2, aber das ist dann eben so. Was ist eigentlich hier mit so einem goldenen Apfel? Wofür braucht man sowas? Apfelbaumsetzling und Beerenstrauchsetzling. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Aber nicht für jetzt. Wir haben erstmal unseren Extrakt. Das soll für jetzt reichen. Wir gehen zurück nach Hause, sobald ich unseren Teleportstein finde. Zu Hause. So, dann machen wir mal schnell Konservierungsmittel. Wie sehen unsere Punkte aus? Wir brauchen noch 2 blaue und wir brauchen noch 8 rote. Die 2 blauen kriegen wir, wenn wir jetzt die Mittelchen bauen. Nee, nicht da. Hier. Ziemlich weit unten. Konservierungsmittel. Ja, ist im Grunde egal, welches wir machen, ne? Kostet alles das Gleiche. Also nicht wirklich, aber wir haben von allem, was nicht Verlangsamungsextrakt ist, haben wir genug. Was kostet Lauge? Lauge. Todeslösung. Okay, kein Problem. Die kommt aus irgendeinem der dunklen Organe. Dann können wir herstellen
Was brauchen wir für das Revolutionärsding, was ich hier gerade gesehen habe? Oh, Universalbeutel. Gerbstoff, komplexe Eisenstücke und Haut. Easy. Wo war es denn? Ach, da. Ach, Seide. Okay, Seide. Lauge. Da sind die restlichen blauen Punkte und Konservierung. So, brauchen wir noch ein paar rote, aber die sind ja wirklich leicht zu bekommen. Und die dürfen auch durchgesickert sein hier. Ja, sind sie. Dann wirst du konserviert. Du hast Lauge drin. Dann geht es bei dir mit Gold los. Und die Flaschen können hier bleiben. Wir haben noch Silber und Gold dabei. Ein bisschen was von dem Silber könnten wir... Gab's Silberbarren? Oder nur Gold? Es gibt auch Silberbarren. Vielleicht schmelzen wir einfach mal ein bisschen was von dem Silber ein. Gold sehe ich hier unten eigentlich sehr hervorragend an, mit dem Goldstaub und dem Goldelixier. Aber Silber könnte man vielleicht mal in den Verkauf geben. Ich habe den Zombie registriert, keine Sorge. Es ist alles gut. Ich weiß, dass der da liegt. Aber gerade darf der da auch noch liegen bleiben. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich drin. Ist Silberbarren, kostet nichts, ist klar. Dann machen wir einen neuen Silberbarren. Okay, lassen wir das erstmal so. Wir haben 10 Bienen. Mal gucken, ob wir uns einen Bienenstock bauen können. Was wir dafür brauchen. Wir werden es gerade nicht dabei haben. Aber erstmal nachgucken, was das denn so kostet. Nägel und einfache Bretter, alles klar. Komm, wir nehmen den kurzen Weg. Nägel und einfache Bretter. Bretter, Nägel, das sind viel zu viele, aber die komplexe können wir auch eigentlich direkt mitnehmen. Was brauchten wir noch? Für die Tasche, Haut, komplexe. Da war noch was Drittes, was ich schon wieder vergessen habe. Ja, lass mal gut sein. So, wir können immerhin einen Bienenstock bauen, ne? Dann brauchen wir den einfach genau da vorne hin. Okay, da können wir erstmal nichts mitmachen. Bin gespannt, ob da alles rauskommt oder nur Honig. Also ob wir da dann auch wieder Bienen sammeln können oder nicht so sehr. Das wäre ganz interessant. Was kostete jetzt diese Tasche? Hab's, wie gesagt, schon wieder verdrängt. Ich weiß, Haut und Komplexe. Komplexe haben wir dabei. Haut lagert sowieso hier unten. Aber da war noch was Drittes. Gerbstoff. Der hat doch sicherlich Verlangsamungsmittel drin, oder? Gerbstoff. Nee, Todeslösung. Todeslösung. Ist das in Rein oder Hirn? Hirn. Es ist Hirn und wir haben gerade kein dunkles Hirn. Okay. Dann müssen wir das verschieben. Wir können aber die Komplexe schon mal hier lassen. Wir lassen einfach unsere Komplexe hier im Regal liegen. Alle. Die Geschichte können wir hier lassen. Ach Mist. Jetzt war der Bischof gerade da. Und ich hab's verpennt. So ehrlich muss ich sein. Nun gut. Können wir uns jetzt nochmal gerade im Seelenraum umgucken, ob wir da... Wir können erstmal hier neue Dinge reinhauen. Dir fehlt Silber. Dir fehlt Lauge.
Gibt es hier sowas wie eine Fernsteuerung? Es gibt einen Seelenempfänger, aber eigentlich bräuchten wir ja einen Seelensender, oder? Krematorium, Seelenextraktor. Seelenextraktor 3. Wie funktioniert das mit diesen Seelen? Organmodifizierung. Ach so, da konnten wir auch noch Organe besser machen, ne? Plus Herz, minus Herz, also ein Herz plus einen weißen, plus einen roten. Nicht, dass ich irgendwas davon wollen würde, aktuell. Aber ich glaube, da können wir uns ziemlich krasse Dinge hochzüchten. Ist das hier, erkennt man hier irgendwas? Wenn ich hier jetzt was reinlege, also zum Beispiel Blut ist nur rot und hat quasi den dritten nochmal rot eingefärbt. Was bedeutet das? Steht halt nicht dran, dass an den dass ich an den Werten hier irgendwie wirklich was ändern würde. Was bedeuten die Farben? Die Farben sind das, was das Ding gerade kann. Das hier gibt ein Rot dazu und entfernt einen Weißen, aber entfernt wird nicht angezeigt. Das gibt drei Rote dazu, das gibt drei Weiße hinzu, das gibt einen Weißen hinzu, das gibt einen Roten hinzu und das Minus wird nicht angezeigt. Das gibt einen Weißen hinzu, das gibt zwei Rote hinzu. Okay, wenn wir hier jetzt eine Seele reinlegen. Was bedeutet das, dass hier jetzt zum Beispiel zwei weiße Schädel sind? Oder hier drei weiße? Ist das vielleicht das Potenzial, dass wir dieses Stück Fleisch jetzt auf bis zu drei Schädel bringen können? Ist es das? Nimm mal das Fleisch mit. Nee, das bleibt aber. Das hat nichts mit dem Gegenstand an sich zu tun. Das hängt alles an der Seele. Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Ich kann auch die Seele nicht heilen. Universalbeutel ist noch was, Moment. Ich kann auch die Seele nicht heilen, wenn ich nicht alles gefüllt habe. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht mal googeln sollte, wie das genau funktioniert. Ach, die Seele ist hinfort. Die hat es offenbar nicht überlebt. Na gut, okay. Ich akzeptiere das erstmal so und weiß noch nicht, was ich damit weiter anfangen soll. So, die Scherben haben wir noch. Wir bekommen jetzt gleich die nächste Leiche. Vielleicht werde ich wirklich einfach mal googeln,
was das zu bedeuten hat, weil ich offenbar so zu doof bin, um das zu verstehen. Das passiert. So, du kriegst noch Kleber und dann wärst du quasi fertig. Du kriegst Gold. Na, Esel? Wo bleibt er? Da kommt er. Alle warten auf dich, du faules Stück jetzt. Komm ran hier. Ach ja, er fährt ja runter. Gut, morgen ist der Händler da, da könnten wir... Wir sollten uns vielleicht gar kein Stück Seide kaufen, sondern... Plus zwei... Die ist richtig schlecht. Aber das Hirn ist eigentlich ganz gut. Das können wir uns auf Vorrat legen und mal in einen reindrücken, der kein so gutes Hirn hat. Das sind alles ganz merkwürdige Ansätze hier. So, Fleisch brauchen wir. Knochen. Und da wir aus Haut ja so lustige Cookie-Taschen machen können, nehmen wir die auch mal. So. Und eine Verbrennungstorte haben wir noch. Gehen wir dahin. Der bleibt erstmal liegen. Wenn wir wieder zu den Flüchtlingen gehen, brauchen wir Planken. Da haben wir keine, da haben wir keine, hier auch nicht. Das sieht gerade echt nicht so gut aus mit Planken. Ach doch, da sind noch welche, alles klar. Ja, wir können ja auch einen Seelenempfänger bauen, aber können wir einen Seelensender bauen? Offenbar ohne Wasserpumpe? Ja, bitte. Ich wusste nicht, dass das hier geht, aber Seelenempfänger verstehe ich halt auch noch nicht so richtig. Irgendwie mit dem Seelenempfänger, Seelenbehälter, Werkbank, Erweiterung. Vielleicht kommt das ja irgendwie noch mit Seelenextruder, Seelenempfänger, Mauerkrematorium. Vielleicht kommt das irgendwie noch mit der Quest, wenn die Quest weitergeht. Da müssten wir einfach mal aufräumen gehen, denke ich. Da unten. So, rote reichen. Wir können den Juwelier lernen. Edelsteine sammeln Diamant. Ah, ist das da unten? Ist das ein Diamantencluster? Und Juwelier. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal schlafen. Und morgen bauen wir uns eine neue Predigt.